Hallo Steinbock, herzlich willkommen zum energetischen November-Ausblick. Hallo natürlich auch an diejenigen, die den Steinbock in ihren weiteren Aspekten mit sich tragen und jetzt dieses Video schauen. Und natürlich auch hallo an die Crosswatcher, die auf einen Steinbock luschern. Wir schauen gleich rein in Sachen Liebe und Beruf und wie immer gilt, alles kann, nichts muss mit dir persönlich resonieren. Alle weiteren Infos unten in der Infobox. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mit den Karten, gucken, was sie uns verraten. Und hier gibt es in Sachen Liebe und Beziehungen schon mal eine Veränderung mit den Störchen. Oh ja, guck mal hier. Das ganz große Glück mit der Sonne. Vielleicht reicht dir auch jemand die Hand und wir haben Mr. Plüsch. Mr. Plüsch, unser Gegenüberradar, unser Schmusekater im Kollektiv. Das heißt, es könnte hier durchaus schon sehr kuschelig werden im November. Vielleicht geht es hier auch in Richtung Süden, in Richtung Sonne mit dem Herzensmenschen. Auch das könnte eine Rolle spielen. Vielleicht der erste gemeinsame Urlaub. Ja, vielleicht auch nur der Vorschlag auf einen gemeinsamen Urlaub. Wir schauen mal. Was kriegen wir denn hier zu den Störchen, liebes Universum? Die positive Veränderung. Der Ritter der Kelche. Ja, gefühlt auch ein bisschen Dauergast hier in den Monatslegungen, zumindest bis dato. Also, wir haben hier auf jeden Fall die Einladung liegen, die Verbindung, die gesucht wird. Eine bevorstehende Gelegenheit, die sich hier schon bietet. Hier trägt man auch das Herz so ein bisschen auf der Zunge, weil man folgt dem Herzensweg. Also jemand oder du, ihr beide, wie auch immer, seid hier in einer sehr romantischen, verliebten und auch feinfühligen, emotionalen Energie unterwegs. Ja, man könnte auch fast meinen, ihr schwingt hier auf der gleichen Welle. Wir gucken mal, was wir hier noch bekommen. Bube der Schwerter. Okay, ja, hier ist auch der Informationsdurst angezeigt, die gute Kommunikation. Das heißt, ihr sprecht auch viel miteinander, vielleicht auch über negative Themen. Man könnte direkt meinen, hier werden gleich die Fronten geklärt in gewisser Weise. Denn die Sechs der Münzen im Schatten stehen natürlich schon dafür, um abzuchecken, ob hier jemand statusorientiert ist, noch in Abhängigkeiten lebt vielleicht auch. Ja, gerade auch was zerbrochene Beziehungen angeht, warum sind Beziehungen zerbrochen etc. pp. Man muss auch bedenken, ihr seid Steinböcke, ja. Und ihr möchtet schon gerne wissen, woran ihr seid. Das heißt, ihr steckt hier definitiv ab, was Phase ist, ja. Ob diese Gelegenheit, die sich hier bietet oder die noch bevorsteht, wie auch immer, letztendlich auch Potenzial mit sich bringt. Und ich finde es auch gar nicht verkehrt. Also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Mich stört es zum Beispiel nicht, wenn ein potenzieller Kandidat über Ex-Partnerschaften redet, weil man kann anhand der dieser Gespräche über die Ex-Partnerschaften unglaublich gut erkennen, wie ist dieser Mensch noch angebunden an diese Partnerschaft. Ich kann da wirklich auch nur von mir sprechen, das ist so meine Erfahrung und grundsätzlich auch etwas, was ich immer allen sage. Wenn jemand noch zu liebevoll oder zu wütend über eine Person, eine Ex-Person spricht, dann ist dieser Mensch noch nicht drüber hinweg. Wenn wir eine neutrale Energie haben, eine wohlwollende Energie haben, dann ist alles tutti frutti. Und ich denke, das möchtest du hier einfach auch abklären und das ist dein gutes Recht. Ja, also du schaust schon, ist das hier eine Illusion? Ist das etwas, was fruchtbar sein kann? Gibt es hier Hintergedanken und so weiter und so fort? Also das wird hier deswegen auch der Informationsdurst. Ja, also hier bist du schon sehr wissbegierig mit dem Buben der Schwerter unterwegs und darfst auch absolut mit Recht schauen, ist da irgendwo noch was vergraben, hat der Typ die Kirsche, wie auch immer, noch irgendwie eine Leiche im Keller, ist da noch irgendetwas in Disharmonie, trauert da noch jemand einer Partnerschaft nach und so weiter und so fort. Hier scheint es aber eine positive Veränderung zu geben, also scheint da erstmal alles auf grünes Licht ausgelegt zu sein. Wir gucken mal weiter, was kriegen wir denn hier zum großen Glück? Die 5 der Münzen. Ja, warte mal, ich kläre die mal mit einer Zusatzkarte.
Die Mäßigkeit im Schatten und fünf der Münzen. Ja, du oder jemand ist hier angehalten, wirklich ein bisschen bewusstes Maßhalten zu betreiben. Ja, hier sind widersprüchliche Interessen angezeigt. Ein bisschen Stress, Überreagieren, Strenge vielleicht auch, leichte Ungeduld und Verwirrung. Und dadurch ein bisschen übertriebene Vorsicht. Also einer von euch beiden hat ja noch ein Thema, was Mangel angeht, ja? Vielleicht auch Minderwertigkeitskomplexe. Wir haben das Thema Abhängigkeiten, Statusorientierung hier noch liegen, ja? Vielleicht ist das nämlich noch so eine Nachwehe aus deiner alten Partnerschaft, dass jemand, der mit dir zusammen war, dich so ein bisschen ausgebeutet hat, ja, einen Nutzen von dir gezogen hat, dich vielleicht auch als Statussymbol an seiner, ihrer Seite hatte. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, gerade was Dualität und Verschmelzung angeht, jetzt dieses große Glück auch zu nutzen, ja, die Chance zu nutzen, um aus diesem Mangelbewusstsein wieder herauszukommen. Andernfalls würdest du dir hiermit nämlich selbst dein eigenes, ja, Loch graben, sagen wir es mal so, und hineinfallen. Ja, also da ist es wichtig, demjenigen jetzt nichts Negatives anzudichten, wenn wir hier wirklich ein grünes Licht haben. Grün, die Farbe der Liebe, die Farbe des Herzens. Zwei der Kelche, ja. Und ich hatte eben auch den Buben der Kelche, ja, den Buben der Kelche auf der Unterseite liegen, nach der ersten Reihe. Also hier ist noch ein Mangel, der überwunden werden möchte. Deswegen eben auch der Trigger jetzt durch jemanden. Und da haben wir die 4 der Münzen und die 3 der Schwerter. Die 3 der Schwerter allerdings im Schatten. Ja, irgendein Verlust ist noch nicht so ganz akzeptiert. Hier ist noch ein bisschen Trauer, Traurigkeit vorhanden, ja, und eben etwas beunruhigendes Misstrauen, obwohl alles hier auf Stabilität ausgelegt ist, ja. Mit den Fehlermünzen kann es aber auch tatsächlich sein, dass du eben Widerstand gegen diese Veränderung hast. Du bist für dich hier erstmal in einer sehr wohlwollenden Energie, unisolo, wenn du unterwegs bist, aber dann gibt es halt auch keine Trigger. Und wie sage ich immer so gerne, die Steinböcke sind unglaublich gutes Schattenspiegel, ja, aber haben manchmal ein bisschen Probleme, ihre eigenen Schattenthemen anzuschauen. Und hier ist etwas, das bei dir noch beleuchtet werden darf. Und da liegt jetzt auch das große Glück drin. Ja, weil hier kommt Licht rein, hier kommt Energie rein, hier kommt die Leichtigkeit, die Positivität rein, sodass eben so etwas, was dich noch verwirrt, was dich konfus macht, auch beleuchtet werden darf. Und das darfst du. Du darfst schauen in der weiteren Entwicklung, ist das hier wirklich alles zu schön, um wahr zu sein, oder ist es doch wieder nur jemand, der dich, deinen Status, wie auch immer, an seiner Seite, ihrer Seite haben möchte. Das ist dein gutes Recht. Ja, du darfst ein bisschen vorsichtiger durchs Leben gehen. Das ist ja auch normal durch die Erfahrungen der Vergangenheit. Wenn aber nichts dafür spricht, misstrauisch zu sein, dann darfst du auch aus dem Misstrauen wieder herauskommen und auch lernen, dass es anders geht. Denk da immer dran. Ich meine das nur gut. Was fällt denn hier oben drauf? Was fällt hier oben drauf? Der Neuanfang mit dem Buben der Münzen. Und der sagt dir letztendlich auch, hey, Schätzlein, du bist gut vorbereitet. Lass dich hier auf dieses Abenteuer ein. Ja, hier ist eine neue Verbindung angezeigt. Hier ist auch ein bisschen, ja, die Ehrfurcht angezeigt und gleichzeitig die Neugierde. Man könnte sagen, du bist Mr. Finsterflausch. Ja, mein schwarzer Kater ist ja mit im Kartendeck vertreten. Du bist neugierig und auch leicht schmusig auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch noch sehr, sehr schreckhaft, wenn plötzlich etwas passiert, etwas Ungewohntes passiert und verkriechst dich dann auch gerne nochmal. Ja, du bist so ein kleines scheues Reh, das gerade so im Zwiespalt ist zwischen, soll ich vertrauen oder bleibe ich weiter im Misstrauen? Ne? Deswegen auch hier der Wendepunkt in gewisser Weise. Wir schauen mal, was kriegen wir denn hier zum Mr. Plüsch? Das Ass der Münzen, ja. Der Grundbaustein für deine Traum- und Wunscherfüllung. In dem Fall schauen wir auf die Liebe, auf Partnerschaften. Dementsprechend schaffst du hier Grundlagen für eine neue Partnerschaft. Ganz gleich, ob es mit diesen Menschen, mit denen du hier ausgehst und romantische Dates hast und mit dem du hier in sehr, sehr starke Interaktion trittst, eine Partnerschaft eingehst oder nicht.
Das ist völlig egal. Fakt ist, wir haben hier eine Situation, die dich triggert, die deine Schatten triggert und ganz gleich wie, es ist einfach das große Glück. So, nun ist Mr. Schmusebär hier aber am Start und sagt mit dem Ass der Münzen, hey, wir haben hier etwas. Ja, wir haben hier Glück. Wir haben hier einen soliden Start. Die Saat für die Zukunft. Und du darfst hier als Hohepriesterin mit Licht und Schatten weiter vorwärts gehen. Ja, die Hohepriesterin ist die innere Dualität. Ne? Die Mäßigkeit steht ja auch für die äußere Dualität. Die Mäßigkeit ist Heilung. Hier fällt sie noch in den Schatten, auch aufgrund des Mangels. Also hier möchte geheilt werden. Hier möchte sich eine Wunde bei dir schließen, sofern du es denn zulässt. Und ganz gleich wie, ob das jetzt hier ein Trainingspartner ist, der dich nur darauf vorbereitet für jemanden, das ist völlig egal, oder ob es der jemand, derjenige ist, der dich gleichzeitig trainiert und auch mit dir in eine Verbindung gehen möchte, in eine langfristige Verbindung, das sei mal dahingestellt. Fakt ist aber, am Ende des Tages kommst du hier in deine innere Dualität. Du vertraust wieder deinen Träumen, du hörst auf deine Intuition, auf deinen Instinkt, du entwickelst dich selber auch im Inneren weiter und vertraust auch diesen oder fängst an, diesen glücklichen Zufällen in deinem Leben zu vertrauen, weil nichts passiert ohne Grund. Genauso wie auch diese Verbindung hier nicht ohne Grund passiert. Ja, spirituelle Weiterentwicklung mit der Hohen Priesterin und auch hier ist ein spiritueller Übergang angezeigt mit den 6 der Schwertern. Ja, hier geht es um Veränderungen, hier geht es um Neuorientierung, ja, dich an neuen Dingen im Leben orientieren, auch in dem Fall mal am zwischenmenschlichen großen Glück orientieren und es zeigt auch den bevorstehenden Anfang. Hier ist auch die Unterstützung angezeigt. Wie gesagt, Trainingspartner, Trainingspartnerin, wie auch immer, hier wird etwas vom tiefsten Inneren nach oben gekitzelt, damit es sich ganz genau angeschaut werden kann. Und dementsprechend darfst du hier auch selber zum Schmusekater, zur Schmusekatze werden und anfangen, wieder dem Gegenüber zu vertrauen. Sehr, sehr spannende Energien hier. Also da bin ich wirklich gespannt, wie es zwischen euch beiden hier weitergeht. Da darfst du mir gerne mal einen Kommentar hinterlassen. Und damit schauen wir auf Finanzen, Beruf. Auch das kleine Glück hier, das ist ja Wahnsinn. Hatte ich jetzt, glaube ich, bei allen, die ich bis dato gemacht habe, drin liegen. Dann haben wir hier eventuell neue Ideen oder das Ende einer Täuschung. Und hier kommt etwas, vielleicht auch eine Idee an die Öffentlichkeit. Vielleicht kommt hier auch eine Täuschung an die Öffentlichkeit. Ganz gleich wie, der Paar kann ja auch das Bewusstsein darstellen. Wir schauen mal. Was haben wir denn hier zum kleinen Glück? Schwertritter. Ja, das kleine Glück kann wirklich das Planen der nächsten Schachzüge darstellen. Hier wird analysiert, hier wird auch ein bisschen an der Entscheidungsfindung gearbeitet. Und mit der Welt gibt es hier bezüglich einer Entscheidung tendenziell auch einen Abschluss. Auch hier ist ein Happy End angezeigt. Das heißt, hier wird das kleine Glück auch wirklich genutzt. Das kann jetzt ein finanzieller Zugewinn sein. Das kann generell eine Lohnerhöhung sein, eine Sonderzahlung, ein Bonus, wie auch immer. Was jetzt nicht unbedingt dafür genutzt werden muss, um beruflich weiterzukommen. Vielleicht war es auch wichtig, dass du hier einen Sieg erzielst. Ja, ein Ende, ein Abschluss erzielst, um in deinem Privatleben etwas weiterzubringen. Vielleicht willst du etwas umbauen oder möchtest dir irgendwas neu kaufen und da kommst du schneller ans Ziel, ja, wenn du eben hier den Zugewinn bekommst, beziehungsweise auch die Lohnerhöhung. Auch das kann da natürlich eine Rolle spielen, ja, dass du hier wirklich auch überlegst, okay, was brauche ich, wie viel, wie kann ich das und das am besten hinbekommen? Also du gehst hier schon alle Eventualitäten durch und analysierst sehr, sehr, sehr genau, um es hier ins Happy End zu bringen. Was fällt denn hier oben drauf? Ja, guck mal, hier ist ein Traum, ne? 6 der Kelche. Hier ist etwas Altes. Vielleicht etwas aus der Vergangenheit, ne, ist ja die Karte der Vergangenheit, der Erinnerungen, der alten Träume.
was hier in die Realisierung gebracht werden möchte. Vielleicht möchtest du dir einen Kindheitstraum erfüllen mit diesem finanziellen Zugewinn. Ja. Vielleicht ein Traumauto kaufen. Vielleicht ist das so ein Oldie. Ja, so ein alter Wagen zum Beispiel. Oder wir haben da letztens gerade drüber gesprochen, das kommt mir nämlich auch gerade so in den Sinn. Vielleicht möchtest du jetzt auch als erwachsener Mensch, und da ist nichts verkehrt dran, nochmal anfangen, Barbies zu sammeln. Klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber irgendwie sowas in der Richtung. Wir waren nämlich letztens auf Arbeit ein bisschen nostalgisch und haben so von Barbie und Polly Pocket und so weiter geredet. Und da habe ich dann so gesagt, ja, ich habe sogar jetzt noch eine Barbie und einen Ken, habe ich mir vor ein paar Jahren gegönnt. Und habe dann aber auch so gesagt, nee, ich werde jetzt nicht anfangen, Barbies zu sammeln, weil es gibt ja diese ganzen nostalgischen Barbies wieder zu kaufen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Und dann habe ich so gesagt, nee, ich habe schon 3 Milliarden Hobbys, ich brauche nicht noch ein Hobby, was unendlich viel Geld kostet. Aber es kann sein, dass du hier dir einen alten Traum erfüllen möchtest, ja? Lego sammeln, Matchbox, irgendwas sammeln, ja, dass irgendwas gesammelt werden möchte und damit jetzt anfängst. Oder du erfüllst dir tatsächlich etwas, was du dir als Kind schon gewünscht hast, was vielleicht ein bisschen teurer ist oder wo dir noch eine Summe X fehlt, dann ist hier das kleine Glück drin, um das auch letztendlich in Erfüllung zu bringen. Ne? Weil wie gesagt, das Happy End liegt hier. Du hast alles dafür getan, dass es hier in den Wandel geht und du diesem Wunsch nahe kommst, weil hier steht auch die Vereinigung an bezüglich dieses Wunsches, dieses Traumes. Sehr gut. Dann schauen wir mal auf den Fuchs. Da haben wir das Gericht. Das Gericht im Schatten ist tatsächlich auch so ein bisschen Entzauberung. Trennung, Unentschlossenheit, emotionale Taubheit hier mit den 4 der Kelchen. Irgendwas ist hier so ein bisschen unglücklich im November. Irgendwas wird blockiert. Irgendwas fließt nicht weiter. Hier sind Selbstzweifel und tatsächlich auch Feigheit angezeigt. In irgendeiner Situation... Ausrede, ja. Ich kriege gerade Ausrede durchgegeben von meinen Spirits. Ausrede in irgendeiner Angelegenheit, um etwas nicht weiter gehen zu müssen oder erledigen zu müssen. Das kann auch aufgrund von Erschöpfung ein Thema sein. Das Gericht im Schatten, das steht ja auch für sich hinter Masken verstecken. Wenn du hier erschöpft bist, ne, weil wir haben mit den 4 der Kelchen auch die Karte der Meditation, der Ruhe liegen, sich Ruhe gönnen. Sich aus einer Krise herausziehen, ne? Rückzugsenergie und so ein bisschen Apathie, Gleichgültigkeit. Wenn du hier erschöpft bist im November, dann gönn dir auch bitte eine Auszeit. Vielleicht kommst du jetzt sogar aus dem Oktober mit der Erschöpfung, dann gönn dir bitte im November auch eine Auszeit. Gönn dir ein bisschen Ruhe und Erholung und sprech das auch ganz offen an. Sag, du brauchst Ruhe und Erholung, du bist ausgelaugt. Selbst der beste Steinbock braucht mal Ruhe und Erholung. Ja. Andernfalls schaffst du nämlich Ausreden und diese Ausreden könnten natürlich im Außen dafür sorgen, dass man dich so ein bisschen, was stimmt mit dem Menschen nicht, angucken. Ja. Das heißt, die könnten misstrauisch werden, die könnten nämlich im Außen auch anfangen, an dir zu zweifeln. Ja. Also wenn hier irgendwie eine Energie von Stagnation und Unruhe reinkommt aufgrund von Erschöpfung, dann geh damit ehrlich nach außen. Ja? Fang nicht an zu täuschen, ansonsten sind Menschen nämlich von dir enttäuscht. Vor allen Dingen, weil Ausreden eine Energie mit sich bringen, und ich rede hier nicht von kleinen Notlügen oder kleinen Mini-Ausreden, wie zum Beispiel, man plant jetzt eine Überraschung für jemanden, sondern Ausreden dafür sorgen könnten, dass du dich selber überforderst. Auf Schieberitis kriege ich nämlich auch gerade durch. Also hier ist wirklich gerade jemand sehr, sehr erschöpft. So, wenn du jetzt sagst, ja, ich mache das am Freitag, und dann hast du es bis Freitag immer noch nicht fertig, aufgrund der Erschöpfung, weil du so einen riesen Rattenschwanz mit dir gerade mitschleppst und so einen riesen Berg vor dir vorschiebst.
könnte das nämlich für Vertrauensverlust im Außen führen, sondern sag wirklich ganz konkret, hey, ich brauche hier länger Zeit, also setz dir andere Fristen. Für Ehrgeiz und Ambitionen oder schlechtem Gewissen aufgrund von Erschöpfung, das ist nicht gut, da irgendwie zu ambitioniert ranzugehen, sondern gönn dir da wirklich die Auszeit und die Ruhe, die du benötigst und setze ein größeres Intervall an. Sag statt Freitag bin ich fertig, ich bin in 3 Wochen Freitag fertig. Ja, es geht aktuell nicht anders, alles ist voll, ich habe viel zu tun und ich habe nur 2 Hände und ich brauche ein bisschen Ruhe, ich bin erschöpft. Vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass du hier ehrlich in die Kommunikation gehst und sagst, du gönnst dir jetzt hier mal 2 Wochen lang eine Ruhepause. Ja? Was fällt denn hier oben drauf? Ja, guck mal hier. Übertriebene Belastungen. 10 der Stäbe. Also hier ist wirklich Überbelastung angezeigt. Ja? Und da wirst du, damit du wieder zu Kräften kommst, dir eine Auszeit nehmen müssen. Andernfalls werden aus den seelischen Belastungen auch sehr schnell körperliche Symptome, ja, die sich dann eben durch Kopfschmerzen äußern können, die sich durch Muskelschmerzen, Knochenschmerzen, vielleicht sogar Verdauungsprobleme äußern können, weil geht es unserem Rücken schlecht, geht es auch in der Regel unserem Magen, unserem Darm schlecht. Das könnte ebenfalls eine Thematik sein. Also manchmal haben Magen-Darm-Probleme keine Ursache, die vom Magen-Darm herkommen, sondern tatsächlich von unserem Rücken herkommen. Das ist alles eng miteinander verwoben. Gutes Thema Vagusnerv. Ne? Vagusnerv ist ja ein Nervengeflecht, das mit allen unseren Organen verbunden ist. So, und das geht halt im Rücken längs. Und wenn im Rücken Blockaden sitzen, da kann ich nämlich selber ein Lied vorsingen. Und man kümmert sich nicht um diese Blockaden, diese Überbelastung und sorgt dafür, dass die Muskulatur, die Nerven und auch die tiefer liegenden, die feinen Muskeln, die vergisst man nämlich gerne mal, frei sind. Dann blockiert es diesen Vagusnerv und dann gibt es verschiedene Signale und die können dann eben zu Herzstolpern führen. Die können dazu führen, dass dein Zwerchfell verspannt. Die können dazu führen, wie gesagt, dass du Magen-Darm-Probleme bekommst, Kopfschmerzen, Muskelzuckungen und so weiter und so fort. Also das hier ist eine Situation, die ist nicht gut. Du bist ausgebrannt. Ja, gönn die Erholung. Sprech da auch ganz offen mit deinem Arzt drüber, deiner Ärztin drüber. Ja, weil das ist so eine Thematik, da solltest du diese Menschen schon ins Boot holen und sprich da auch offen vielleicht mit deinem Arbeitgeber drüber, beziehungsweise wenn du selbstständig bist, mit deinen Kunden drüber und sag, hey Leute, ich brauche hier mal wirklich eine Auszeit. Und dann heißt es auch mal Ruhe, Erholung, ja, dir wieder dir selbst bewusst werden und wissen, dass du auch nur ein Mensch bist. Du bist keine Maschine. Mhm. Schauen wir mal, was kriegen wir jetzt zum Park? Guck mal, da kommt die Hochzeit wieder. Man könnte auch sagen Genesung. Ja, 10 der Kelche. Wunschlos zufrieden, entspannt, mit dem Mond im Schatten. Ist das hier natürlich schon eine Energie, wo Ängste dich blockieren. Ja, wo einfach auch Instabilität und die mangelnde Bereitschaft, ehrlich zu sein, eine Rolle spielt. So, jetzt hast du dir eine Auszeit gegönnt, bist wieder hoch, ja, bist wieder im Berg auf, fühlst dich wieder wohl, bist wieder glücklich, bist auch wieder in der Freude, ja, und wie sagt man, in deinem Leben. Ja, du bist wieder in deinem Leben. Dennoch liegt hier unterschwellig etwas, was dich immer wieder so auslaugt. Ja, also da solltest du definitiv mal genauer reinschauen, welche Angst eventuell, da werden die Karten unruhig. Ich schaue sie einfach mal an. Und was sagt mir gerade, ich soll schauen? Was dich eventuell daran hindert, auch dir mal Ruhephasen einzubauen. Ja, wir haben hier negative Glaubenssätze drin. Negative Glaubenssätze, die ein bisschen mit deiner Schaffenskraft, mit deiner Verwirklichung zu tun haben. Und normalerweise mache ich mir bei Steinböcken eigentlich nie Gedanken um die Finanzen. Aber wir sind jetzt gerade in einer sehr Portalstagsserie, wo die Energien extrem gut einfach zu lesen sind. Und da kommen dann halt auch mal so Themen ans Tageslicht, wo du dich selber hinterfragen darfst. Woher kommen die Ambitionen? Grundsätzlich bist du mit der Münzkönigin ein sehr bodenständiger Mensch, ein Mensch, der für die eigene Sicherheit auch sorgt. Aber hier liegt etwas in dir verborgen, was ans Tageslicht kommen möchte. Und das hat wirklich mit negativen Prägungen, mit Befangenheit, mit Co-Abhängigkeiten zu tun.
dass du ständig das Gefühl hast, dich immer wieder zu beweisen. Aber in dem Fall nicht dir selbst, sondern gefühlt Energien im Außen. Energien, die dich noch gefangen halten. Also ein Schattenthema möchte hier gelöst werden. Vor allen Dingen langfristig gelöst werden, damit du aus dieser Belastungsenergie hier endgültig rauskommen kannst und dauerhaft in dieser Energie bleiben kannst. Ja. Also da schau mal, wer dich vielleicht in irgendeiner Art und Weise negativ geprägt hat und weswegen du immer in so eine Energie reinfällst von, ich muss das beweisen, dass ich das kann. Niemandem musst du was beweisen. Du stehst hier für dich schon ein. Du sorgst dafür, dass du deine Ziele erreichst. Du bist in deiner Sicherheit. Aber das ist hier ein Geist, der dich jagt. Ein Geist der Vergangenheit. Schau da mal drauf und löse ihn auf. Das ist keine reale Person, die dich jagt. Das ist nur ein Geist. Okay? Gut. Damit bin ich raus, ihr lieben Liebenden. Ja, ein bisschen länger heute geworden bei euch, aber was gesagt werden muss und angeschaut werden muss, das muss halt mal gesagt werden und angeschaut werden. Und auch wenn ihr euch hier nicht wiedergefunden habt, wünsche ich trotzdem einen wunderschönen November. Und dass alle eure Träume, Wünsche in Erfüllung gehen. Vielleicht sehen wir uns auch bald wieder. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Dankeschön fürs Liken, danke fürs Kommentieren und vielleicht bis ganz bald, ihr Lieben.